Ja, wenn man so ein Unfall baut, kann man schon richtig was auf den Kopf kriegen. Zum Beispiel eine Gehirnerschütterung. Und nicht nur das. Eine Untersuchung der Universität München zeigt, mehr als 50% der getöteten Radfahrer erlagen ihren Kopfverletzungen. Keiner von ihnen trug einen Helm. Deshalb gilt nicht nur für die Großen. Helm auf den Kopf. Der ADAC hat insgesamt 19 Kinder- und Kleinkinder-Fahrradhelme getestet. Davon erreicht knapp die Hälfte das ADAC-Urteil gut. 4 der getesteten Helme fallen durch. Getestet wird zum einen die Stoßdämpfung, dann natürlich auch die Handhabung, der Komfort und zusätzlich Schadstoffbelastung der Helme. Bei den Helmen für etwa 10-Jährige erzielt das beste Ergebnis der Akino von Kratoni. Zweitbester Helm ist der Bell Sidetrack Child. Wegen zu hoher Schadstoffbelastung erhält Scarpa-Kit von Abus nur das ADAC-Urteil mangelhaft. Der beste Helm für Kleinkinder mit dem Urteil gut heißt Little Nutty von Nutcase. Mangelhaft in dieser Kategorie gleich 3 Helme. Bei der Abstreifprüfung versagen der Melon Urban Active und O'Neill Dirt Lit Kit. Eine zu hohe Schadstoffbelastung weist der Giro Scamp MIPS auf. Wegen des großen Angebots an Helmen ist es für Eltern oft schwierig, die richtige Wahl zu treffen. Der ADAC rät deshalb: Prinzipiell sollte ein Helm immer anprobiert werden, bevor er gekauft wird. Dabei ist besonders wichtig, dass gerade die Gurte straff sitzen, aber nicht einschneiden. Außerdem sollte der Helm ausreichend Reflektoren besitzen und im Idealfall noch eine LED-Rückleuchte. Wichtig zu wissen, nach einem Sturz den Helm immer austauschen, selbst wenn keine Beschädigung zu sehen ist. Und jeder Helm schützt besser als keiner.